Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von FlyX mit mir, dem Domi. Ihr seht, wir fliegen heute mal wieder mit Luxair und wir stehen mal wieder am Luxemburg International Airport oder Luxemburger Flughafen, wie auch immer ihr wollt. Heute geht es auch mal wieder ein Wunsch von euch auf die wahrscheinlich coolste bzw. zweitcoolste Insel in Griechenland und zwar nach Korfu. Wir fliegen damit dahin mit einer 737, wie ihr seht, 800 von Luxair, mal wieder mit unserem geilen Planes-Sticker, passt ja ganz gut. Und ich würde sagen, wir gehen mal rein. Bevor wir ins Cockpit gehen, ich habe mir ein paar neue, ich sag mal, Texturen geholt und zwar hier überall für die Taxiwege etc. Sieht ganz schnieke aus. Auch habe ich eigentlich endlich mal wieder zum Laufen gebracht FS Real WX, das aber im Moment nicht starten möchte. Da ich aber die Aufnahme jetzt unbedingt noch machen muss und jetzt nicht noch groß auf Fehlersuche gehen kann, weil wir nämlich schon Montag haben, fliegen wir diesmal noch ohne Wetter, reales Wetter. Er möchte halt irgendwie nicht connecten. Auf jeden Fall, ich gucke nochmal nach. Wir werden beim nächsten Mal dann wahrscheinlich mit realem Wetter fliegen. So, wir gehen mal ins Cockpit und wir schauen uns mal direkt unsere Route an. Zack. Echo Lima, Lima X-Ray, Reference Airport. LGKR, Lima Golf Kilo Romeo ist unser Zielflughafen und wir sind die 3290. Wir gehen auf der Runway. Schlag mich tot raus. Gucken wir gleich nochmal nach. Und dann muss ich kurz unsere Route nachgucken. Golf. Tango Quebec, dann über Uniform Quebec, 343, dann über Uniform November 4901, anschließend über Uniform Papa 131, Uniform November 1, Uniform Quebec wieder, 772, wenn ich das alles richtig gesehen habe, nach Tigra und das ist auch schon unser letzter Punkt. Dann activaten wir mal und schauen uns mal unser Payload an. Zack, machen wir mal random. Fuel. Was sollen wir mitnehmen? 8,8. Dann würde ich sagen, wir nehmen 9 Tonnen mit. Dann haben wir unsere Reserve mit drin. Und das gibt uns ein Groundweight von 65,3 und wir nehmen Reserve eine Tonne mit. Kostindex. Muss ich kurz nachgucken. 38, sagt uns der Flugplan. Wir gehen auf 350 hoch. Unsere Transition Altitude ist 5000 Fuß, soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht genau, wie das in Luxemburg ist. Dann schauen wir noch kurz. Achso, vielleicht sollte ich das Ding hier ausmachen, bevor ich hier kurz das Ding nachgucke. 201, alles klar. Gut. Dann Departure Arrival über die 24, Golf Tango Quebec und das müsste die 7 Yankee sein. Jawohl, die ist sogar hier hinterlegt. Init Reference, N1 Limit, wir gehen mit der D-Rate raus, klappen auf 1, das reicht. Ich finde es immer lustig, wie V1 und VR immer ein Knoten nur Unterschied sind, aber okay. Gut, das ist alles drin. Wir returnen. Gehen hier drauf. Und dann setzen wir noch kurz unser MCP. Und zwar auf 152. Dann machen wir die 152 draus. So, dann. Den Runway-Kurs weiß ich gar nicht. Den können wir mal kurz nachgucken. 240. Und auf der rechten Seite auch, damit wir im Falle des Falles ja nichts mehr groß eindrehen müssen. Und direkt können wir auf die 35.000 hoch, wir haben ja keinen ATC. Zack, zack. LNAV, UINAV können wir direkt aktivieren. So, dann machen wir das hier oben noch schnell und ich würde sagen, wir können hier sogar schon mal die APU in den Preselect reinhauen.
und die Dinger hier können auch schon mal an. Dann können die Packs schon mal aus. Und die Anti-Collision Lights können schon mal an. Und dann würde ich sagen, wir machen mal kurz unsere Pre-Flight-Checkliste. Dazu mache ich mal hier kurz, damit ich auch sehe, dass hier alles auch aufgenommen wird, was es wird. Das ist sehr, sehr gut. Kann ich die hier so untereinander legen? Das ist sehr, sehr gut. Immer schön, wenn man einen zweiten Bildschirm hat. Okay, Pre-Flight Checklist. Oxygen tested 100% left, tested 100% right. Können wir das hier so, glaube ich, gar nicht machen. Falls doch. Ich meine, irgendwo ging es. Ich will jetzt nichts kaputt machen. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Knopf das sagt. Instrument X-Ray and Display Switches sind auf Auto and Normal. Pressurization Mode Selector auf Auto. Window Heat on. Flight Instruments sind Set 060-1240-1010 Left und auf der rechten Seite dürfte das gleiche sein. Park and Brakes sind gesetzt. Engine Start Levers on Cutoff und im Idle Modus. Pre-Flight Checklist completed. Gut! Ich würde sagen, wenn die APU läuft, was sie tut, gehen wir auf APU on Bus. Das kann raus. Die APU Bleed kann an. Und dann würde ich sagen, die hier können alle raus. Und ich würde sagen, wir starten einfach die Triebwerke. Und dann geht es los Richtung Corfu. So. Ich glaube, wir haben soweit alles. Die sind auf On. Die habe ich einfach schon mal ausgefahren. Nicht, dass ihr denkt, dass ich die schon anhabe. Gut, dann Engine Number 2 Start. Eventuell hätte ich nochmal die Before Start Checkliste durchlesen sollen, was wir jetzt noch schnell machen. Flight Deck Doors closed and lag. Fuel is 9000 kilograms. Passenger signs on. Windows locked. MCP is set. Takeoff speeds we 1144. We are 145. We 2152. CD pre-flight completed, rudder and aileron trim is free and zero, taxi and takeoff briefing completed, anti-collision light is on, engine number one start. Geht doch alles hier wunderbar. Da fahren wir langsam hoch, was sehr, sehr angenehm ist. Was haben wir denn heute für eine Airtime? 2 Stunden und 7, das geht. Ich kann euch auch gleich nochmal die Route zeigen, wenn wir in der Luft sind. Beziehungsweise, ja, kann ich auch einfach jetzt schnell machen. Dann muss ich aber kurz hier die Werbung wegmachen. So. Gucken wir mal so drauf. Ihr seht es hier neben über Luxemburg, Straßburg, Colmar, Freiburg, Zürich, Venedig, dann hier neben über Ancona und dann hier runter nach Korfu. Zack. Sehr gut. Engines are stabilized. Sehr schön. Flaps one bitte. Und dann, Flight Controls können wir schnell machen. Auto Brakes RTO. Gut, dann, Before Taxi Checklist, Generators on, Probe Heat on, Anti-Ice off, Isolation Valves Auto, Engine Start Switches Continues, Recall is checked. Autobrake RTO, Flight Engine Start Levers on Idle, Flight Controls checked, Ground Equipment ist eh clear. Ich würde sagen, wir taxien jetzt einfach schön nach vorne raus und dann passt das. Gib Gummi hier. Cross
crossen hier kurz die Straße und passt das. So. Dann auf Richtung Runway 24. Stimmt, unseren Trim können wir gerade noch setzen. 4,0. Ja, der ist etwa. Ist er etwa? Lassen wir einfach mal so. Das passt schon. Wir werden so oder so trimmen müssen. So, Left Side ist, soweit ich weiß, clear, weil wir hier keine anderen Flugzeuge haben. Das ist auch nochmal was, was wir auch nochmal irgendwie mit reinbringen müssen. Aber ich glaube, dafür brauche ich erst nochmal ein bisschen erweiterten Speicher und alles. Dass wir mal mit AI-Traffic mal fliegen. Ja, was kann man denn noch so alles sagen? Genau. Habe ich schon auf Facebook angekündigt, die 29. Folge, also die übernächste Folge, wo wir auch wieder 737 fliegen werden, wird mit dem Michael zusammen sein. Und ja, wir werden von Stuttgart nach Madeira fliegen. Eine, glaube ich, ganz lustige Strecke mit der Berlin 737. Ich glaube, das wird relativ lustig, wenn wir dann mit... Also wenn wir generell mal einfach mal zu zweit fliegen, weil wir hatten das ja eigentlich schon, ich glaube, für die 24. Folge vor. Dann wollte ich es eigentlich für die 25. machen, also für die St. Martin Folge, aber das hat irgendwie auch alles nicht geklappt. Und deswegen werden wir das jetzt wahrscheinlich mal für die 29. mal anpeilen. Nächste Folge fliegen wir ja mal wieder nach New York, aber nicht nach JFK, sondern nach New York. Mit der A340, das ist unsere, oder beziehungsweise A330-340. Ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden. Mal gucken, was besser läuft. Mal gucken, ob sie überhaupt läuft, die Blackbox 330-340. Würde mich erstaunen, wenn sie das täte. Und dann, ja, werden wir von Oslo mal rüberfliegen über den Atlantik mit einer 330. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon ewig 330 keine Langstrecken mehr geflogen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das nur ein Part wird, ist hoch. So. Dann machen wir mal ein paar Screenshots. Und wir machen jetzt mal einen 1 Quark. Machen wir so einen 2000er rein. Dann passt das. Hier ist die Cargo Base von Luxemburg. Bisschen mehr Power müssen wir schon noch geben. So, Before Takeoff Checklist. Flaps. Sind die jetzt auf 1 oder auf 2? Die sind auf 1, Green Light. Dann Stabilizer Trim 4.0 Units. Genau. That's it. Noch ein bisschen mehr Gummi hier, weil wir wollen ja heute noch ankommen. Beziehungsweise heute mal noch starten. Also wenn das in echt auch mal so ist, dass man hier direkt die Straße hat. Also klar, hier werden irgendwie noch Bäume sein oder sonst irgendwas. Aber so vom FSX her sieht das echt geil aus. Und ich finde auch die neuen Markierungen sind zwar etwas dunkel, aber ich finde... Insgesamt kann sich das echt sehen lassen. Ist meine Meinung. Aber okay. So, 9:02 Uhr. Wir machen eventuell auch mal die Lichter an, die wir eben voll vergessen haben. Egal. Ist ja eh niemand hier, der das irgendwie überprüfen kann. Außerdem, wir haben auch schon mal die APU angelassen, was ich viel schlimmer finde. So, ready. Wir drehen rein. Ich versuche das die ganze Zeit hier so zu machen. Wir machen es mal so, das ist besser. Ich würde sagen, Takeoff. 40%. Takeoff.
Super. Takeoff thrust is set. AD knots. Wind kommt nicht ganz gut von der Seite. Uiuiui. Na komm. Positive rate. Gear up. Müssen Sie mal hier ein bisschen mehr hochziehen, ey. Das Ding, das steigt ja schon wieder in den Himmel wie sonst was. Auf, komm runter. Flight Director. Gehen wir ein bisschen nach unten. Ist immer schön, über den Flight Director zu fliegen. Das macht er sehr, sehr angenehm. Beziehungsweise das macht das ganze Fliegen einfach generell sehr, sehr angenehm. Mit der Trimmung noch arbeiten. Das ist echt angenehm. Standard 5-2. Zack, und Autopilot A. So. After takeoff checklist. Engine bleeds sind on, packs auto, landing gear up and off und flaps up, no lights. Und dann würde ich natürlich sagen, hier, das alles ist auch okay. Und wir machen jetzt noch schön unseren T-Case an. Das ist natürlich Höchststrafe. Aber der Wind ist hier schon ziemlich heftig. Aber ist ganz lustig. So, rüber geht's. Richtung Korfu. Ja, Leute. Ich glaube, an der Stelle beende ich dann auch schon wieder das Ganze. Ich werde jetzt eh wieder noch so labern, dass wir nur über die 10.000 Fuß rüberkommen. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für irgendeine Folge, dann gibt's das Formular auf meiner Webseite. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Da ist auch im Moment noch die Pilot's Eye Abstimmung, die werde ich auch demnächst beenden, deswegen macht am besten nochmal mit und dann könnt ihr euch für euren Pilot's Eye Flug quasi melden und quasi ankreuzen, welchen Flug ich fliegen soll von den drei, die ich dann gekreuzt habe. Das war's soweit für heute. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, eine extrem geile Woche, weil das Wetter soll ja echt Premium werden, im Moment ist es auch ziemlich geil. Einen angenehmen Abend und ja, wie gesagt, egal wenn ihr schaut, bis zum nächsten Mal und haut rein, Leute.